Im Zentrum des heutigen Vortrags, das haben wir gerade gehört, stehen die Umweltaspekte im Lebenszyklus der seltenen Erden. Die sind, das haben wir auch gerade eben gehört, ganz unterschiedlich, je nachdem, ob es die Herstellung betrifft oder die Nutzung. Aus diesem Grund ist es zu dem zugegebenermaßen etwas sperrigen Titel des heutigen Vortrags gekommen, nämlich seltene Erden im Spannungsfeld zwischen schmutziger Herstellung und den sauberen Anwendungen in Umwelttechnologien. Ich möchte, bevor ich mit den ökologischen Aspekten anfange, Ihnen noch ein paar allgemeine Informationen zu den seltenen Erden geben, weil ich einfach nicht weiß, wie hier die Vorkenntnisse sind. Und es soll dann das Verständnis des späteren Teils etwas fördern. Das heißt, zunächst gebe ich Ihnen einen kurzen Steckbrief, seltene Erdmetalle, und wende mich dann den Umweltproblemen bei der Herstellung in China zu. China, das wissen Sie wahrscheinlich, ist das Hauptförderland, der Haupterzeuger von seltenen Erden. Es werden nach wie vor über 80% aller seltenen Erden in China hergestellt. Das sah schon mal extremer aus, es war eine Zeit lang über 90%. Es gibt inzwischen aber eine große außerchinesische Mine in Australien mit zugehöriger Raffinationsanlage in Malaysia. Und die werden wir uns anschließend betrachten, und hier werden wir auch dem Phänomen des Pollution Exports begegnen. Darunter versteht man eine Verlagerung von Umweltproblemen aus einem Industrie- in ein Schwellen- oder ein Entwicklungsland. Und im letzten Teil des Vortrags möchte ich einige Perspektiven nennen, wie die Herstellung oder sagen wir der Lebenszyklus, die Ökobilanz von seltenen Erden nachhaltiger gestaltet werden kann. Was genau sind seltene Erden? Das hat Manuel Schneider schon ein bisschen verraten. Es handelt sich um eine Stofffamilie mit 17 Elementen, also 17 Metallen, und sie sind in der dritten Gruppe des Periodensystems untergebracht. Das sehen Sie hier. Sie sehen Skandium, Yttrium und Lanthan, und ausgegliedert sehen Sie hier unten die restlichen 14 Elemente, die sogenannten Lanthanoide. Eingeteilt werden die seltenen Erden, das auch nur für das, weil es später wahrscheinlich noch als Begriff fallen wird, in sogenannte leichte und schwere seltene Erden. Die Einteilung erfolgt nach dem Molekulargewicht. Die leichten sind gelb eingetönt, die schweren violett. Die schweren sind die begehrteren, weil sie überwiegend in den Nachhaltigkeitstechnologien, beispielsweise in Windturbinen, eingesetzt werden. Sie sind dadurch etwas teurer, sie sind aber auch seltener in der Erdkruste und etwas schwieriger in der Herstellung. Häufigkeit von seltenen Erden haben wir auch schon gehört. Die Bezeichnung seltene Erden, dieser Gruppenname, ist eine historische Bezeichnung, die stammt aus der Frühphase der Entdeckungsgeschichte, sprich aus dem späten 18. Jahrhundert. Und diese Bezeichnung führt in die Irre, weil die Metalle tatsächlich nicht besonders selten sind, auch wenn Sie das oftmals in der Presse so dargestellt finden. Sie sind zum Teil häufiger als die Elemente Blei und Arsen. Die Krux ist nur, dass sie relativ fein verteilt, gleichmäßig fein verteilt in der Erdkruste vorkommen. Das heißt, was selten ist, sind ergiebige Lagerstätten, in denen diese Metalle wirtschaftlich abgebaut werden können. Das heißt, man spricht schon bei recht geringen Konzentrationen von einer Lagerstätte im Fall dieser Metalle, und zwar wenn Metallkonzentrationen vorliegen, die den Wert von 0,1% Metalle im Erz übersteigen. Ein Vergleich dazu: im Fall von Eisen haben die Lagerstätten oftmals Metallgehalte von mehr als 70%. Das bedeutet aber auch, diese geringe Konzentration im Gestein, dass sehr viel Gestein bewegt werden muss, um diese Metalle zu gewinnen. In dem Fall liefert eine Tonne Gestein circa 1 Kilogramm seltene Erdmetall. Also das ist schon mal
ganz wichtig für die Umweltproblematik im Zusammenhang mit dem Abbau. Ich mache das manuell. Ein weiteres wichtiges Charakteristikum ist, dass in dem Gestein, im Erz, stets alle 17 Elemente vorhanden sind. Zwar in unterschiedlicher Konzentration, aber sie haben immer alle, es werden immer alle zusammen abgebaut. Das ist insofern interessant, diese Metalle, ich spreche ja immer von der Metallfamilie, sind sich chemisch sehr ähnlich. Das heißt, es ist extrem aufwendig, diese 17 Metalle voneinander zu trennen, will man die einzelnen Metalle haben, was ja auch sehr oft der Fall ist. Und auch das ist ein wichtiger Punkt, der diese Ökobilanz oder der sich negativ auf die Ökobilanz auswirkt. Es sind nicht nur stets die 17 Einzelmetalle miteinander vergesellschaftet, sondern zudem auch noch die radioaktiven Elemente Thorium und Uran. Was bedeutet, dass wann immer ich seltene Erden abbauen und gewinnen möchte, ich Thorium und Uran mit mobilisiere und dadurch radioaktiv kontaminierter Abfall entsteht. Einsatzbereiche, da halte ich mich jetzt etwas zurück, weil die Umwelt im Zentrum stehen soll. Nur so viel, diese seltene Erden haben herausragende magnetische, optische und katalytische Eigenschaften und sind dadurch nahezu unverzichtbar für moderne Hightech-Anwendungen geworden. Nahezu unverzichtbar, das ist der Grund dafür, weshalb diese Metalle gerne als Vitamine der Industrie bezeichnet werden. Sie kennen den Vitaminbegriff wahrscheinlich aus der Biologie. Ein Vitamin ist eine Substanz, die der Körper, der Organismus nicht selbst herstellen kann. Er muss diese Substanz, dieses Vitamin aufnehmen und das Vitamin oder ein Vitamin kann auch nicht durch andere Verbindungen ersetzt werden und ist von daher unverzichtbar. Also man hat diese seltenen Erden für nahezu unverzichtbar gehalten, sage ich jetzt mal, weil sich in letzter Zeit herausgestellt hat, dem ist nicht ganz so, aber darauf komme ich dann später noch zu sprechen. Die wichtigsten Einsatzpunkte ist die Telekommunikationsindustrie, die Unterhaltungsindustrie und die Umwelttechnologien. Uns interessieren heute Abend vor allen Dingen die Umwelttechnologien. Hauptanwendungsbereiche sind hier die Windkraft. Sie sehen hier Windturbinen. Bestimmte Typen, nicht alle von Windturbinen, besitzen Dauermagneten, die mit seltenen Erden oder die seltenen Erden enthalten. Ein zweiter wichtiger Bereich ist die Elektromobilität. Das heißt, Sie finden die seltenen Erden in Elektroautos und in E-Bikes. Ein ganz wichtiger Einsatzbereich sind auch Katalysatoren, also Autokatalysatoren, wie auch Industriekatalysatoren. Und ein ebenfalls sehr wichtiger Bereich ist energieeffiziente Beleuchtungstechnik. Da finden Sie die seltenen Erden in Energiesparlampen oder aber in LEDs. Die Anwendung in den Umwelttechnologien hat dazu geführt, dass diese seltenen Erden ein relativ grünes Image erworben haben. Man diskutiert sie als die materielle Grundlage der Energiewende. Genau. Das war jetzt zu schnell. Und sie helfen einfach durch ihre Einsatzgebiete Energie einzusparen oder verringern die Schadstoffausstoß, zum Beispiel im Auto. Dazu in krassem Widerspruch stehen Abbau und Herstellung, da diese, das hatte ich vorhin angedeutet, mit großen Umwelt- und Gesundheitsgefahren verbunden sind und diese Umweltrisiken lassen sich, wenn man den gesamten Lebenszyklus betrachtet, nur teilweise durch die grüne Anwendung, sage ich jetzt mal, kompensieren. So viel zu den Einsatzbereichen. Wenn Sie Fragen haben, das hatte ich vergessen vorhin zu sagen, dann bitte einfach gleich stellen. Ja. Wie schaut es mit der Wiederverwendbarkeit aus?
würde ich zurückstellen. Ich weiß, wie ich kriege, sondern... Genau, komme ich später drauf zu sprechen, darum stelle ich die Frage jetzt einfach noch zurück. Gut, dann komme ich zu dem Herstellungsprozess von seltenen Erden. Das ist ein mehrstufiges Verfahren. Man kann diesen vielstufigen Prozess in drei Hauptschritte gliedern. Zum einen den Abbau des Erzes, der über bergbautechnische Methoden meist im Tagebau erfolgt. Sie sehen rot eingefärbt selten erdhaltige Minerale bzw. das Erz. Das wird zusammen mit Neben- oder Blindgestein geborgen, an die Erdoberfläche geholt. Und im nächsten Schritt wird das Erz aufkonzentriert über das Verfahren der Flotation. Das heißt, Sinn und Zweck ist es, möglichst viel dieses Nebengesteins zu entfernen und das Erz zu konzentrieren. Dann habe ich ein Erzkonzentrat vorliegen und dieses Erzkonzentrat wird im dritten Hauptschritt, nämlich dem Veredelung- oder Raffinationsprozess, bearbeitet. Es wird chemisch bearbeitet, die einzelnen seltenen Erdmetalle werden herausgelöst und durch ein sehr aufwendiges Verfahren voneinander separiert. So viel zur schematischen Darstellung dieses Herstellungsprozesses. Und jetzt kommen wir, das betone ich nochmals, all diese Prozessstufen sind sehr aufwendig, das heißt, sie verbrauchen sehr viel Energie, sie verbrauchen sehr viel Wasser und es müssen sehr, sehr viel unterschiedliche Chemikalien eingesetzt werden. Und die Herstellung von einer Tonne seltener Erdmetalle, was die Energie angeht, erfordert 58 Gigajoule Energie. Ich habe Ihnen zwei Vergleichswerte mitgebracht. Die Herstellung von einer Tonne Eisen erfordert 28 Gigajoule, also etwa die Hälfte. Und auch Blei liegt in dieser Größenordnung von 31 Gigajoule. Bitte sehr. In welchem Schritt erfolgt dann dieser Pollution-Export? Da würde ich auch gern später noch drauf zurück. Dass man das generell ja, es Fragen geht eigentlich nur um Verständnis. Genau, Verständnisfragen bitte gleichstellen und die allgemeineren dann am Ende, ja. Genau, es sind Oxide, die werden als Oxide gewonnen und es folgt dann, werden auch als Oxide gehandelt und es folgt dann im letzten Schritt noch die Elektrolyse. Genau. Mhm. Wobei es ja so ist, dass andere Metalloxide ebenso hohe Energieaufwendungen benötigen, nicht nur die seltenen Erden. Von den Technologiemetallen, ja. Aber von den wichtigen Gebrauchsmetallen, das haben Sie gerade gesehen, bei Eisen ist das die Hälfte. Ja, Aluminium liegt höher, aber... Zum Beispiel Kupfer, so müssen wir das wirklich am Schluss machen. Also wirklich, lassen wir doch die Fragen und wenn Sie wirklich irgendwas überhaupt nicht verstehen, dann ist auch gerne dazwischen, aber alles andere machen wir nachher. Ja. Genau, einigen wir uns auf die Verständnisfragen. Dann kommen wir nach China, wie gesagt, dem Hauptexport- bzw. Hauptproduktionsland für seltene Erden. Circa 80% im Moment werden noch dort hergestellt, was bedeutet, dass China eigentlich die meisten dieser negativen Umweltfolgen zu tragen hat oder schultern muss. Die weltweit größte Seltenerdmine und auch damit die größte in China ist die Bayan-Obo-Mine in der Inneren Mongolei. Ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können. Die Innere Mongolei ist ein autonomes Gebiet im Norden Chinas. Sie grenzt an die Mongolei. Und Sie haben hier 150 Kilometer von der Grenze entfernt diese Industriemetropole Baotou, auf die ich auch gleich zu sprechen komme. Und 150 Kilometer gen Norden, fast an der Grenze, ist eben die Bayan-Obo-Mine. In der Bayan-Obo-Mine werden die seltenen Erden im Tagebau abgebaut. Sie sehen hier zwei riesige Krater, die ca. 1000 Meter tief in die Erde reichen. Sie sehen hier Abraumhalden für Blindgestein. Sie sehen aber auch, was sonst noch zu so einer Mine zugehört, nämlich die ganze notwendige Infrastruktur.
Sie sehen Straßen für den Abtransport oder Transport des Erzes. Sie sehen Behausungen bzw. Häuser für die Minenarbeiter. Ja. In der Bayern-Obomine werden pro Tag 15.000 Tonnen Gestein abgebaut, nur dass Sie so eine Größenvorstellung davon kriegen. Dieser Tagebau führt zu grundlegenden Veränderungen des Landschaftsbildes, hinterlässt also wirklich gravierende Narben in der Landschaft. Es gilt generell für Tagebau, ist jetzt nicht selten erdspezifisch. Im Fall von Bayern-Obo, und die Bilder stammen dort, kommt es einfach zu schwerwiegenden Eingriffen in das Bodengefüge und den Grundwasserhaushalt. Es kommt, erübrigt sich fast zu sagen, zur starken Schädigung von Flora und Fauna. Es wird, das ist auch typisch für den Bergbau, sehr großes Arbeitsgerät eingesetzt, sodass in großem Umfang CO2 und toxische Staubemissionen freigesetzt werden. Und der problematischste Punkt ist das Taubgestein, das anfällt. Auch dieses Taubgestein enthält die radioaktiven Verbindungen Thorium und Uran und zudem noch weitere Schwermetalle und toxische Substanzen wie Arsen, Fluoride, asbestartige Verbindungen und Minerale. Dieses Taubgestein wird in der Regel auf dem Minengelände auf Halden gelagert, ungeschützt gelagert und ist so Wind und Wetter und Regen ausgesetzt, sodass eine große Gefahr des Eintrags toxischer Verbindungen in die Umwelt besteht. So viel zum Bergbau an sich. Dann komme ich zu den nächsten beiden Schritten des Herstellungsprozesses, nämlich die Erzkonzentration und die Raffination. Ich gehe nochmal zurück auf dieses Bild. Sie erkennen hier schon, dass sich die Mine in einem relativ trockenen Gebiet befindet. Und ich habe vorhin gesagt, dass für die weiteren Schritte sehr viel Wasser vonnöten ist. Das heißt, nach der Bergung des Erzes wird dieses mit der Bahn 150 Kilometer weiter in die Industriemetropole Baotou verschickt. Baotou liegt am Gelben Fluss, das heißt, hier gibt es einfach genug Wasser für die weiteren Schritte. Der nächste Schritt ist die Flotation, sprich die Aufkonzentration des Erzes. Das geschieht so, dass dieses Gestein fein vermahlen wird, mit vielen Chemikalien versetzt wird und dann erhitzt wird. Das heißt, daraus geht hervor, dass Wasser, Chemie und Energie benötigt wird. Und das Hauptumweltproblem sind die hochtoxischen und radioaktiv belasteten schlammförmigen Flotationsrückstände, sogenannte Tailings, die hier entstehen. Die enthalten genau die Substanzen, die auch zugeführt werden, nämlich Chemikalien und auch die Substanzen, die ohnehin im Gestein vorhanden sind und toxisch sind. Der dritte Schritt ist die Raffination. Die Raffination ist der problematischste Schritt im Hinblick auf die Umwelt, ist vom Verlauf her, sage ich jetzt mal ganz ähnlich, es wird sehr viel Chemie zugeführt, es wird sehr viel Energie zugeführt, aber es werden höher konzentrierte Säuren, es werden problematischere Stoffe in größeren Mengen zugeführt, sodass es hier tatsächlich zu großen Mengen an problematischen Luftemissionen kommt, zu sehr viel problematischen Abwässern und wiederum zu einer großen Menge an dem radioaktiv belastetem Abfall. Das große Problem ist immer die Lagerung dieser kontaminierten Rückstände. In der Region Baotou erfolgt diese Lagerung in einem riesigen Absetzbecken vor den Toren der Stadt. Dieses Absetzbecken kann man sich vorstellen als einen riesigen See, der mit schwarzem Schlamm gefüllt ist. Dieses Becken besteht seit den 1960er Jahren und seither fließen einfach diese ganzen Rückstände in dieses Becken. Von der Fläche her, das habe ich Ihnen hier aufgezeichnet, ist dieser See oder wie immer man es bezeichnen will,
inzwischen mehr als 12 Kilometer lang und er hat eine Fläche von circa 11 Quadratmetern. Zum Vergleich, der Tegernsee hat eine Fläche von knapp 9 Quadratmetern. Um diesen See herum ist mittlerweile kein menschliches Leben mehr möglich, weil die Verseuchung von Luft und Boden und Wasser einfach horrend ist. Ich habe noch ein paar Zahlen mitgebracht zu diesen Umweltschäden im Großraum Baotou und auch bei der Mine Bayan-Obo. Also im Großraum Baotou lagern 160 Millionen Tonnen thoriumhaltiger Abraum und Rückstände. Pro Jahr kommen 10 Millionen Tonnen radioaktive, säure- und schwermetallhaltige Abwässer und Schlämme neu hinzu. Der Boden des Minengeländes in Bayan-Obo und die angrenzende Umgebung und auch hier in Baotou sind also sowohl Boden als auch das Grundwasser radioaktiv belastet oder verseucht, wie immer man es nennen mag. Bei den Minenarbeitern in Bayan-Obo wird eine signifikant erhöhte Lungenkrebsrate nachgewiesen. Und auch die Bewohner der umliegenden Ortschaften haben massive Gesundheitsprobleme. In der Regel sind es Atemwegserkrankungen durch diese toxischen oder belasteten Stäube. Auch Osteoporose ist sehr verbreitet durch die fluoridhaltigen Emissionen und noch zahlreiche andere Beschwerden. Pro Tonne Seltenerdmetall entstehen 8,5 Kilogramm toxische Fluorverbindungen, 13 Kilogramm problematischer Staub, 10.000 bis 12.000 Kubikmeter toxische Abgase, Gesundheit, die unter anderem Flusssäure enthalten. Flusssäure, wissen Sie vielleicht, ist eine der aggressivsten Säuren, weil sie sehr schnell durch die Hautoberfläche in tiefe Hautschichten penetrieren kann und dort einfach zu starken Hautzerstörungen führt. Insgesamt entstehen pro Tonne Seltenerdmetall 2.000 Tonnen toxische Aufbereitungsrückstände. Bis 2011 wurden in China so gut wie keine Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt, um Mensch, Tiere, Pflanzen, Umwelt vor diesen negativen Umweltfolgen zu schützen. 2011 hat dann die Regierung einige Umweltauflagen erlassen und versucht generell diesen Seltenerdmarkt strenger zu regulieren. Inwieweit diese strengeren Vorgaben jetzt schon gegriffen haben, kann ich Ihnen nicht sagen, weil es einfach noch kein vernünftiges Datenmaterial dazu gibt. Das bedeutet nur als Fazit, dass die Seltenerdherstellung in dem Haupterzeugerland China tatsächlich ein sehr schmutziges oder sehr umweltbelastendes Geschäft ist. Jetzt gibt es neuerdings, und zwar seit 2009, eine außerchinesische große Mine in Australien. Das ist die Mine Mount Weld, die seit 2009 in Betrieb ist und die hier in Westaustralien liegt. Betreiber ist die Firma Lynas. Und auf dem Minengelände in Mount Weld, das Erz wird auch per Tagebau an die Oberfläche geholt, findet also Abbau des Erzes und die Aufkonzentrierung durch das Verfahren der Flotation statt, was nicht auf dem Minengelände stattfindet, sondern in Malaysia, und da komme ich zu dem Pollution Export, die vorige Frage, ist die Veredelung, sprich die Raffination des Erzes. Ich habe es schon gesagt, es ist eine relativ junge oder neue Mine und bei der Zulassung hat die australische Zulassungsbehörde dem Betreiber oder an den Betreiber relativ hohe Umweltauflagen verhängt. So musste beispielsweise die Mine 35 Kilometer entfernt zur nächsten menschlichen Siedlung sein. Es mussten moderne Staubvermeidungstechniken installiert werden. Die Rückstände, die bei der Flotation zum Beispiel anfallen, mussten erwiesenermaßen gesichert gelagert werden. Es muss ein permanentes Grundwassermonitoring durchgeführt werden, etc. etc. Das heißt, es sind relativ strenge Umweltauflagen jetzt verglichen
mit China. Ein Problem ist nur, dass diese Umweltauflagen aus Australien nicht für Malaysia gelten, wo das Erzkonzentrat veredelt wird. Und ich hatte vorhin gesagt, dass dieser Veredelungsprozess der für die Umwelt problematischste Prozess ist. Ich wiederhole das nochmals ganz kurz. Also in Australien, in der Mount Weldwine, wird das Erz gehoben und zum Konzentrat verarbeitet. Ein Konzentrat, das dann einen seltenen Erdgehaltanteil von 60% hat. Und dieses Konzentrat wird dann von der Mine zum nächsten Hafen Fremantle per Bahn transportiert und dann mit dem Containerschiff 4000 Kilometer weiter nach Malaysia, und zwar in den Westen von Malaysia in die Küstenstadt Kuantan. Das ist relativ aufwendig, also die Kosten allein für den Transport machen 9% der gesamten Herstellungskosten aus. Man fragt sich nach den Gründen für die Standortwahl der Raffinationsanlage, warum in Malaysia und nicht in Australien, was ja viel naheliegender wäre. Malaysia ist generell ein sehr attraktiver Verarbeitungsstandort für Unternehmen aus mehreren Gründen. Zum einen sind die Produktions- und Arbeitskosten relativ gering. Und genau das hat Niklas Curtis, damaliger CEO von Lynas, als Grund angegeben. Der Bau einer solchen Raffinationsanlage wäre in Australien einfach viermal so teuer gewesen als in Malaysia. Hinzu kommt, dass im Westen von Australien die notwendige Infrastruktur für so eine Raffinationsanlage gar nicht gegeben wäre. Malaysia zeigt eine besonders investorenfreundliche Haltung, das heißt, Die Regierung hat dem Unternehmen Lynas 12 Jahre absolute Steuerfreiheit garantiert. Die Laufzeit der Raffinationsanlage ist auf 24 Jahre angelegt, also während der Hälfte der Laufzeit absolut keine Steuern, ist schon ein attraktives Angebot. Im Vergleich mit Australien gelten in Malaysia auch sehr weitaus niedrigere Umweltstandards, und dies betrifft vor allem den Umgang mit radioaktivem Abfall, der in diesem dritten Schritt der Raffination in großen Mengen anfällt. Also das dürfte einer der Hauptgründe gewesen sein, auch wenn das jetzt offiziell nicht so begründet worden ist. Hier sind ein paar Bilder dieser Raffinationsanlage, für die das Kürzel LAMP steht, also Lynas Advanced Materials Plant. Sie ist in der Küstenstadt Kuantan angesiedelt, und zwar gleich am Rande der Stadt. Es ist eine Küstenstadt mit ca. 500.000 Einwohnern. Und ich mag nur in Erinnerung rufen, die Umweltauflagen in Australien, die Mine musste sich mindestens 35 Kilometer entfernt von der nächsten Siedlung befinden. Hier ist es wirklich gleich in unmittelbarer Nachbarschaft zu dieser großen Stadt. Diese Anlage LAMP ist die größte Raffinationsanlage für seltene Erden außerhalb Chinas, ist seit Dezember 2012 in Betrieb. Es ist eine neue Anlage, sieht man auch, und man dürfte ja vermuten, dass auch neue, moderne Techniken installiert worden sind, zumal die Betreiberfirma Lynas als Unternehmensziel sich die nachhaltige Herstellung von seltenen Erden auf die Fahnen geschrieben hat. Dennoch, was ich als sehr überraschend empfand, gab es heftige Bürgerproteste in Malaysia, und Malaysia ist ein Land, das vergleichsweise politisch stabil ist und das jetzt nicht bekannt ist für irgendwelche Unruhen oder Proteste. Also es gab massive Proteste, die die Eröffnung der Anlage um ein gutes Jahr verzögert haben. Und man fragt sich natürlich, was ist los, warum so ein Aufstand bei einer neuen Anlage, zumal der Betreiber goldene Versprechungen gemacht hat mit Arbeitsplätzen, Standortförderung etc. Es ist so, dass sich
in Malaysia innerhalb kürzester Zeit aus einem regionalen Protest in der Küstenstadt Kuantan die größte Umwelt- und Bürgerprotestbewegung in der Geschichte des Landes herausgebildet hat. Die Keimzelle war die Bürger- und Umweltbewegung Save Malaysia, Stop Linus. Und ich habe Ihnen hier ein paar Zahlen mitgebracht. Im Oktober 2011 waren es 6.000 Bürger in der betroffenen Stadt Kuantan, die gegen die Anlage demonstriert haben. Ein halbes Jahr später waren es bereits 15.000 Bürger. Im November 2012 haben sich die Proteste in die Hauptstadt Malaysias verlagert. Es waren 20.000 Bürger, die demonstriert haben. Und im Oktober 2013 wurden bei einer Sammlung oder bei einer Petition 1 Million Unterschriften auf Papier gegen die Anlage gesammelt. Klingt nicht besonders viel, man muss sich aber vor Augen führen, dass die Einwohnerzahl Malaysias 28 Millionen, ein bisschen mehr inzwischen, beträgt. Das heißt, es ist schon eine beträchtliche Anzahl an Stimmen gegen die Anlage. Dieser heftige Protest richtete sich gegen den sogenannten Pollution Export, hatte ich vorhin schon erklärt, also die Verlagerung von Umweltrisiken, Gesundheitsrisiken von einem hochentwickelten Industrieland mit relativ strengen Umweltauflagen in ein Schwellenland mit niedrigeren Standards. Ich habe schon erwähnt, dass mich die Heftigkeit dieses Protestes damals sehr erstaunt hat, und diese Intensität ist eigentlich nur zu verstehen, wenn man ein bisschen zurück in die Vergangenheit Malaysias blickt, und dann bekommt man den Eindruck, dass sich die Geschichte tatsächlich wiederholt, da es in der Vergangenheit eine ganz ähnliche Konstellation in Malaysia gab, die sich aber nicht in Kuantan abspielte, sondern gegenüber Westküste in der Nähe des kleinen Städtchens Ipoh. Schon damals wurde eine neue oder eine Raffinationsanlage für seltene Erden errichtet, und auch damals kann man von einem Pollution Export sprechen, der dieses Mal aber nicht Australien, sondern Japan betrifft, also die Verlagerung von Japan nach Malaysia. Diese Anlage lief zwischen 1982 und 1994 und trug den Namen ARE für Asian Rare Earth. Das betroffene Dorf war Bukit Merah, und aus dem Betrieb dieser Anlage hat sich dann die größte Industriekatastrophe in Malaysia in den 80er und 90er Jahren entwickelt, was natürlich in der Öffentlichkeit noch stark im Bewusstsein ist und diesen massiven Protest gegen die neue Anlage erklärt. Ich mag noch ein paar Sätze zu der alten Anlage, zu ARE, sagen. ARE war ein Joint Venture aus japanischen und malaysischen Firmen, aber der Hauptaktionär war die japanische Firma Mitsubishi Kasei, und das Ziel dieser Anlage war die Gewinnung des seltenen Erdmetalls Yttrium. Pollution Export deshalb, weil das produzierte Yttrium tatsächlich auch wieder zu 100% nach Japan exportiert wurde, derweil die radioaktiven Abfälle in Malaysia verblieben. Und der Grund, weshalb das Yttrium damals in Malaysia produziert worden ist, ist der, dass Yttrium bis in die 70er Jahre durchaus noch in großem Stil in Japan produziert worden ist. Damals hat man dann also in den 70er Jahren entdeckt, dass diese Produktion sehr problematisch ist. Es traten schwere Gesundheitsschäden bei den Firmenmitarbeitern und auch bei den Anwohnern auf, woraufhin die japanische Regierung strengere Umweltauflagen verhängt hat. Dadurch ist die Produktion zu teuer geworden und diese ganzen japanischen Raffinationsanlagen haben geschlossen, und so kam es zu dieser Verlagerung der Anlage nach Malaysia, und trotz besseren Wissens sind dort keine entsprechenden Sicherheit- und Umweltstandards eingeführt worden. Hauptproblem, wie immer bei der Seltenerdgeschichte, die radioaktiv belasteten Abfälle. Die wurden zunächst einfach in Stahlfässern vor dem Firmengelände gelagert, und zwar so lange,
bis die Lagerkapazität erschöpft war und kein Platz mehr da war. Man hatte noch keine entsprechende Mülldeponie und hat dann die weiterhin anfallenden Abfälle einfach in Nacht- und Nebelaktionen wild entsorgt an Straßenrändern, an Flussläufen, am Ufer von Seen. Und irgendwann, nachdem das nicht mehr haltbar war, ist eine provisorische Mülldeponie in der Nachbarschaft errichtet worden. Es war eine sehr provisorische Deponie, die ungeeignet für den radioaktiven Abfall war, und es kam sehr schnell zum Eintrag radioaktiver Isotope in Boden, Luft und Wasser. Ich kürze das jetzt einfach ein bisschen ab. Also man konnte diese höheren radioaktiven Werte sehr schnell nachweisen. Und es traten dann auch sehr bald verheerende Folgen für die Gesundheit der Arbeiter und der Anwohner in dem Dorf auf. Unter anderem kam es zur Häufung von Totgeburten und Erbschäden bei Neugeborenen. Und es waren vor allem die Kinder dieses betroffenen Dorfes, die stark darunter litten und immer noch leiden, weil die Leukämierate nach wie vor 40 Mal höher ist als im Landesdurchschnitt in Malaysia. Bis heute ungelöst ist das Problem dieser illegalen Abfallentsorgungsstätten, die noch nicht mal kartiert ist. Bis auf wenige Ausnahmen kennt man die genaue Lage gar nicht. Und es ist nach wie vor so, dass die Behörden sich nicht zuständig fühlen, die Augen verschließen. Das heißt, es wird nicht versucht, diese illegalen Stätten zu kartieren und vor allen Dingen zu sanieren. Das war die vergangene Entwicklung. Und jetzt zurück zur aktuellen Entwicklung, nämlich zur Raffinationsanlage in Kuantan, zur Raffinationsanlage der Firma Lynas. Da drängt sich zwangsläufig die Frage auf, wie nachhaltig ist die Herstellung von seltenen Erden jetzt in dieser neuen Anlage? Was hat man aus der Vergangenheit gelernt? Was ist man bereit zu verbessern? Was den Standort angeht, was die Umwelt- und Sicherheitsstandards angeht, was die Gefahr für die Bevölkerung angeht und vor allen Dingen, was das Abfallmanagement angeht. Also wie sieht es da in der neuen Anlage aus? Lynas sagt natürlich sowohl in den Jahresberichten für die Aktionäre, auf der Homepage, in allen Veröffentlichungen, das Ziel ist ein Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung von seltenen Erden. Eine kritische Evaluierung dieser Anlage durch das Öko-Institut, die im Jahr 2013 stattgefunden hat, hat aber ein völlig anderes Bild gezeigt. Ich habe hier unten noch angeführt, klein angeführt, das Öko-Institut durfte damals die Anlage nicht betreten, das hat der Betreiber nicht erlaubt. Das heißt, für die Evaluierung wurden die vorläufigen Umverträglichkeitsprüfungsdaten für die Zulassung aus dem Jahr 2008 herangezogen. Die Bilanz dieser Studie des Öko-Instituts, die von Gerhard Schmidt durchgeführt worden ist, ist, dass in der Anlage weder State-of-the-Art-Sicherheitstechniken installiert wurden, noch, und das ist eigentlich das Verheerendste, existiert ein sicheres Endlager für diese schwach radioaktiven Abfälle, die in sehr großer Menge anfallen. Ich gehe noch ganz kurz etwas genauer auf die Ergebnisse ein. Und zwar hatte ich Ihnen gesagt, beim Raffinationsprozess kommt es zu sehr großen Mengen an Schadstoffemissionen. Und im Hinblick auf diese Gasemissionen stellte Schmidt fest, dass auch hier die Verfahren zur Behandlung der Emissionen weder dem Stand der Technik entsprechen, noch sind es die derzeit besten verfügbaren Methoden, die es gibt. Er hat einen Vergleich angeführt, und zwar ist der Schadstoffausstoß in Kuantan bei der LEMP-Anlage 10-mal größer als bei vergleichbaren Schwefelsäureproduktionsanlagen in Europa. Der zweite Punkt sind die kontaminierten Abwässer.
Auch da bemängelt er vor allem, dass die Trennungs- und Filtrationstechniken mangelhaft sind. Die in den Abwässern enthaltenen toxischen Stoffe und vor allen Dingen sehr große Menge an Salzen gelangen über einen kleinen Kanal, den Sie hier sehen, direkt in einen Fluss und von dort aus direkt und unbehandelt ins Meer. Hauptproblem: radioaktiv kontaminierter Abfall. Es fallen pro Jahr 91.600 Kubikmeter solcher Abfälle an. Und dieser Abfall sollte unter besonderen Sicherheitsstandards gelagert werden. Lynas hat vor der Zulassung versprochen, eine gesicherte Endlagerungsstätte zu errichten. Die existiert bis heute nicht, obwohl die Anlage seit 2012 läuft. Und es existiert nach wie vor auch kein langfristiges Abfallmanagementkonzept. Das heißt, die anfallenden Abfälle werden zwischengelagert, ähnlich wie in der ARE-Anlage, nur nicht in Fässern, sondern in einem Auffangbecken auf dem Firmengelände, das aber überhaupt nicht adäquat gesichert ist. Auch dieses Becken ist im Hinblick auf die Aufnahmekapazität mittlerweile fast erschöpft. Und man versucht jetzt irgendwie Lösungen zu finden, was tun mit dem Abfall. Und was Lynas jetzt vorhat und wozu auch schon Forschungen und sogar ein Antrag läuft, ist, dass es diese radioaktiven Abfälle verdünnen mag. Lynas spricht von einem Recycling der Abfälle. Und das Ergebnis soll dann als Baumaterial, also für den Straßenbau oder noch raffinierter als Bodenverbesserer in den Handel kommen, verkauft werden. Das heißt, es kommt zu einer Kommerzialisierung dieser Abfälle. Fazit: Es gibt sehr viele negative Gesundheits- und Umweltwirkungen. Die ließen sich deutlich reduzieren. Die notwendige Technik existiert. Man könnte die Abfälle auch sicher lagern, auch dazu gibt es Anlagen in anderen Staaten, jetzt nicht für die seltenen Erden, aber für andere radioaktiv kontaminierte Abfälle. Doch wäre das einfach zu teuer und wird so nicht umgesetzt. Was heißt, dass die seltenen Erdproduktion nicht nur in China, wie wir immer in der Presse lesen, sondern auch in Malaysia nach wie vor ein durchaus problematisches und schmutziges Geschäft ist, wenn man so will. Was tun? Wie lässt sich der Lebenszyklus von seltenen Erden nachhaltiger gestalten? Ich habe Ihnen jetzt ganz allgemein den Lebenszyklus eines Stoffes, eines Rohstoffes mitgebracht. Das kennen Sie wahrscheinlich. Es gibt einfach unterschiedliche Etappen wie den Bergbau, die Verarbeitung des Erzes, die Herstellung von Produkten. Diese Produkte kommen in den Handel, werden konsumiert und gelangen je nachdem entweder in den Müll, also in die Müllverbrennungsanlage, oder werden deponiert, oder sie werden, was natürlich sehr viel erstrebenswerter ist, in einem Kreislaufprozess wieder eingespeist. Wichtig ist, um die Herstellung eines Rohstoffs nachhaltiger gestalten zu können, das gilt also nicht nur für die seltenen Erden, sondern auch für andere Substanzen, sind Eingriffe in möglichst alle Einzelphasen dieses Lebenszyklus notwendig. Bei den seltenen Erden, habe ich jetzt schon oft genug gesagt, ist der Bergbau und die Veredelung die schmutzigste Phase, also hier gibt es sehr großes Optimierungspotenzial. Hier kann und hier sollte sehr viel getan werden, beispielsweise durch die modernen Sicherheitstechniken und ein effizientes Abfallmanagement, das es ja schon gibt, durch grünere Bergbaumethoden, wie zum Beispiel unter Zuhilfenahme von Mikroorganismen, durch grünere Raffinationstechniken, durch Wiederaufbereitungsverfahren für Abwässer und Abfälle etc. etc. Das Problem ist, und das haben wir am Beispiel von Malaysia gesehen, dass die Firmen solche teuren Verfahren freiwillig nicht etablieren. Das heißt,
Es müsste verbindliche Umwelt- und Sozialstandards geben in den Erzeugerländern. Das heißt, es sollte zur politischen Vorgabe werden, wie beispielsweise in Australien oder in Kalifornien, wo es bis 2015 ebenfalls eine außerchinesische seltene Erdmine gab, die wirklich auf einem hohen Nachhaltigkeitsniveau, sage ich mal, oder sehr sauber seltene Erden erzeugt hat, die aber in Konkurs gegangen ist 2015, weil sie nicht mehr konkurrieren konnte mit den Dumpingpreisen aus China. Ein wichtiges Durchsetzungsinstrument wäre die Zertifizierung, das kennen Sie von anderen Rohstoffen, die dazu führen könnte, dass verarbeitende Unternehmen, beispielsweise Siemens hier in München, gezielt nachhaltig hergestellte seltene Erden kaufen könnte. Das käme Minen wie der gerade erwähnten kalifornischen Mountain Pass Mine zugute, die sich einer nachhaltigen Produktion zwar verpflichten, aber aus Kostengründen derzeit nicht überleben können. Eine ganz andere wichtige Strategie, und das war Ihre Frage vorhin, ist das Thema Recycling oder die Sekundärproduktion. Das heißt, die Wiedergewinnung von seltenen Erden, das wäre ein ganz wichtiges Instrument, um die Primärproduktion, sprich den Bergbau, zu verringern oder den Umfang der Primärproduktion zu verringern, was dann automatisch auch diese Umweltfolgen reduzieren könnte. Hier besteht im Fall der seltenen Erden ein enormer Handlungsbedarf. Also das Recycling steckt hier, obwohl in den letzten 10 Jahren sehr intensiv dazu geforscht wurde, in den Kinderschuhen. Ein Zahlenbeispiel: die weltweite Recyclingquote bei den seltenen Erden dümpelt bei einem Wert von unter 1% vor sich hin. Zum Vergleich: andere Edelmetalle wie Gold, Platin oder Silber haben eine Recyclingquote, die zwischen 30% und 50% liegt. Gründe sind relativ schnell genannt. Das Seltenerdrecycling ist ein sehr komplexer, anspruchsvoller Prozess, der wirklich ganz, ganz aufwendige Anlagen, Hochtechnologieanlagen und auch Insiderwissen erfordert. Und dadurch, dass die seltenen Erden als Vitamine der Industrie oder Gewürzmetalle wirklich nur in Spuren in den Produkten enthalten sind und man am Ende also relativ wenig herauskriegt nach einem sehr aufwendigen Recyclingprozess, ist das Recycling wenig lukrativ, also schwierig und wenig lukrativ. Das spiegelt sich in dem Zitat von einem Forscher aus dem Ames Lab in den USA, das sich mit dem Recycling befasst, und der sagt, es ist weitaus einfacher, die seltenen Erden aus dem Gestein zu isolieren als aus diesen elektronischen Gerätschaften. Ich komme nachher am Beispiel vom Handy noch ganz kurz darauf zurück. Ein anderes Hindernis für das Recycling ist, dass diese Elektronikgeräte wie Smartphone, wie ein Laptop, wie eine Digitalkamera, was auch immer, erst zerlegt werden müssen, um an diese Komponenten heranzukommen, die die seltenen Erden enthalten. Das sind meistens die Magneten oder in den Akkus ist das enthalten. Aber da die Mehrzahl dieser Geräte gar nicht auf ein Recycling angelegt ist, lassen sich die Geräte auch nur schwer, nämlich nur manuell zerlegen und nicht automatisiert, was wiederum so aufwendig und teuer ist, dass es von dem Recycling abhält. Und ein weiterer Grund ist, dass eine effektive Recyclingstruktur speziell für die seltenen Erden noch nicht existiert. Das heißt, es gibt keine systematische Erfassung und Sortierung, und viele Geräte, wieder mal das Beispiel Handy, landen im Hausmüll und werden nicht gezielt recycelt. Als Beispiel für das Seltenerdrecycling wird in der Presse fast immer das Handy oder Mobiltelefon angeführt, was aber falsch ist, da bislang tatsächlich kein Recycling von Seltenerdmetallen aus dem Smartphone
stattfindet. Es werden andere Metalle recycelt, aber die seltenen Erden bislang nicht. Grund ist, dass ein Smartphone sich aus mindestens 65 Elementen, unterschiedlichen Elementen zusammensetzt. Das heißt, wir haben 2/3 des Periodensystems in diesem winzigen Gerät. Es handelt sich wirklich um einen sehr hochkomplexen Materialienmix. Und die sogenannten Technologiemetalle, zu denen die seltenen Erden gehören, aber auch Gallium, Germanium, die Platinmetalle, machen maximal 1 Massenprozent des Geräts aus. Das heißt, will man diese winzigen Spuren an seltenen Erdmetallen isolieren, stößt man sehr schnell an die Grenzen der Thermodynamik. Zu den seltenen Erdmetallvorkommen im Smartphone. Man findet sie in den Dauermagneten für die Lautsprecher. Das sind ca. 60 Milligramm pro Gerät. Im Vibrationsmotor, im Display in Form der Leuchtmittel, im magnetischen Datenspeicher und im Akku. Und wie gesagt, diese Geräte sind, sieht man jetzt mal vom Fairphone vielleicht ab, noch nicht darauf angelegt, dass sie recycelt werden und leicht zerlegt werden können. Der nächste Punkt ist, die Erfassungsrate ausgedienter Handys liegt, wobei die Zahl jetzt 2 Jahre alt ist, aber ich nehme an, es hat sich nicht viel geändert, gerade mal bei 5%. Das heißt, es sind die wenigsten Konsumenten, die ihre Handys gezielt einem Recycling, jetzt nicht für seltene Erden, aber generell für Metalle zur Verfügung stellen. Weshalb davon auszugehen ist, dass auch in den nächsten Jahren seltene Erden fast mit Sicherheit nicht aus den Mobiltelefonen recycelt werden. Es gibt noch andere Nachhaltigkeitsstrategien, um die Ökobilanz dieser seltenen Erdmetalle zu verbessern. Zwar eine Möglichkeit wäre insgesamt die Verringerung des Verbrauchs an seltenen Erden durch die Substitution. Substitution, den Begriff kennen Sie wahrscheinlich, das ist ein Ersatz. In dem Fall der Ersatz von seltenen Erden durch andere Elemente oder aber der Austausch von Technologien, die seltene Erdelemente benötigen, durch Technologien, die darauf verzichten können. Die Substitution als Strategie war überraschend erfolgreich in den letzten Jahren. Überraschend, weil, das hatte ich auch schon gesagt, man davon ausgegangen ist, seltene Erden sind die Vitamine der Industrie, also unersetzbar. Sie lassen sich in vielen Fällen doch ersetzen und da die Rohstoffpreise 2010 sehr stark in die Höhe gegangen sind, hat man sehr intensiv nach Substitutionsmöglichkeiten gefunden, gesucht und die auch schnell gefunden, sodass die Weltproduktion und damit auch die Nachfrage 2009 bis 2013 von 133.000 Jahrestonnen auf 90.000 Jahrestonnen, sprich um 30% zurückgegangen ist, womit eigentlich niemand gerechnet hat. Wichtige Erfolge waren die LEDs, die sich als neues Beleuchtungsmittel weitaus schneller durchgesetzt haben, als man erwartet hat. Und im Vergleich zu einer herkömmlichen Energiesparlampe kommt eine LED-Lampe mit 30% weniger seltenen Erden aus. Der zweite wichtige Bereich, eigentlich das wichtigste Einsatzfeld für seltene Erden, sind die Magnetwerkstoffe. Hier gelang es, den Dysprosium-Anteil, das ist eine schwere seltene Erde, für die es immer starke Verfügbarkeitsprobleme gab, da konnte dieser Anteil von 5 auf 1% reduziert werden, was auch ein sehr großer Erfolg ist. Es gibt dann noch zahlreiche andere Beispiele, die überspringe ich jetzt einfach. Also diese Substitution ist ein sehr effektives Mittel, um die Herstellung oder um den Lebenszyklus nachhaltiger zu gestalten. Dann gibt es noch eine Strategie, die Sie als Konsumenten oder als Verbraucher stärker betrifft. Und zwar sind es neue Verhaltens- und Konsummuster, die helfen, seltene Erden einzusparen
und die derzeit unter dem Oberbegriff Suffizienz verhandelt werden. Sie kennen diese Ansätze, darum werde ich jetzt nur ganz kurz darauf eingehen. Das sind sogenannte Sharing-Modelle, das heißt eine gemeinsame Güternutzung, beispielsweise durch Public Viewing, durch Internetcafés, PC-Pools, Car- and Bike-Sharing, was bedeutet, dass viele Nutzer oder viele Konsumenten auf wenige Geräte zurückgreifen und dadurch kommt es natürlich zu einer Einsparung von Rohstoffen. Eine andere Möglichkeit, die Sie als Konsument haben, wäre der Vorzug von Produkten, die von vornherein auf Nachhaltigkeit angelegt sind, die also eine sehr lange Lebensdauer besitzen, die reparierbar sind, die gut zu recyceln sind, wichtig für das Seltenerdrecycling, hatte ich vorhin gesagt, die aus zertifizierten Rohstoffen hergestellt werden. Oder aber Sie können als Nutzer statt auf monofunktionale Geräte auf multifunktionale Geräte zurückgreifen. Das heißt, anstelle, dass Sie ein Kopiergerät, ein Faxgerät, ein Scangerät, ein Druckgerät besitzen, so ein Kombigerät sich anschaffen, was natürlich auch zu einer Einsparung von Rohstoffen bzw. seltenen Erden führt. Und auch nicht unwesentlich ist der Verzicht auf unsinnige Produktanwendungen für seltene Erden, die es zuhauf gibt. Ich habe jetzt nur ein paar simple Beispiele. Es ist oft so als Geschenkartikel wird es verhandelt, Einwegkugelschreiber mit so einer Leuchtfunktion. Es gibt bestimmte Feuerwerkskörper, die mit seltenen Erden bestückt sind, um diese großartigen Farbeffekte zu erzeugen. Es gibt, ich glaube, ich habe es vorhin gesagt, seltene Erden werden auch in der Fleischzucht als Wachstumsbeschleuniger eingesetzt. Also wenn man genauer schaut, wo das Fleisch herkommt, dann ist auch auf diese Anwendung zu verzichten. Also da gäbe es noch zahlreiche andere Beispiele, die allerdings einen Wissensstand voraussetzen, wo diese seltenen Erden überhaupt enthalten sind. Die Zeit ist um und ich bin am Ende. Das heißt, durch eine Bündelung der genannten Maßnahmen, und es gibt noch einige mehr, ließe oder lässt sich die Ökobilanz von seltenen Erden tatsächlich deutlich verbessern und dadurch auch dieses genannte Spannungsverhältnis zwischen den negativen Umweltfolgen bei der Herstellung und dem ökologisch positiven oder sinnvollen Einsatz in grünen Technologien tatsächlich, wenn nicht abbauen, dann zumindest stark verringern. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.